Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Wir sind wieder mal im Muffatwerk, Kaffee und Kosmos. Und Thorsten Enzlin vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, der wird uns heute etwas über Informationstheorie erzählen. Ein Thema, das wir überhaupt noch nicht angefasst haben, obwohl es doch so wichtig ist, wenn es darum geht, sowas wie ein Bild zu entwerfen, sich heranzutasten an Begriffe wie Wahrheit. Weil wir starten doch immer mit gewissen Vorurteilen, dann machen wir Beobachtungen und dann versuchen wir, irgendwelche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Und all diese Zwischenschritte, die sind natürlich fehlerbehaftet. Da kriegen Sie nie eine ideale Information an irgendeiner Stelle. Und trotzdem sind wir dann darauf angewiesen, aus diesem Konglomerat irgendwie etwas Belastbares herauszukristallisieren. Und da gibt es eine eigene Theorie dazu. Da gibt es, werden wir hören, das Bayesche Theorem und ein Herr Cox hat sich damit intensiv beschäftigt. All das wird Gegenstand dieses Vortrags sein. Auch die Fragerunde haben wir dazu aufgezeichnet. Also mich persönlich erinnert es immer ein bisschen an Werner Heisenberg, der das mir unglaublich schön auf den Punkt gebracht hat. Diese Tatsache, dass man aus all diesen fehlerbehafteten Sachen dann irgendwie was bastelt am Ende, was dann den Anspruch von Wahrheit, wenn man davon überhaupt reden will, in der Wissenschaft tragen soll. Und er hat das verglichen mit Geschirrspülen. Da haben sie nämlich das schmutzige Geschirrspülwasser und das schmutzige Geschirr und die schmutzigen Lappen, stellvertretend für diese fehlerbehaftete Geschichte. Und dann machen sie und tun sie etwas und am Ende steht vor ihnen dieses blitzblank frisch gespülte Geschirr. Aber ich bin mal neugierig, wie es jetzt der Thorsten Enzlin erklären wird. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr und ich bin Ihnen äußerst dankbar, dass ich heute hier die Gelegenheit bekomme, den Informationsgehalt Ihrer Gehirne modifizieren zu dürfen. Seien Sie versichert, es wird schmerzfrei sein, es wird berührungsfrei sein und rein legal. Mein Name ist Thorsten Enzlin, ich bin Astrophysiker, Kosmologe, deswegen darf ich wohl in Kaffee und Kosmos sprechen. Und was heute besonders wichtig ist, ich bin bajuwarischer Bayesianer. Was das bedeutet, werden Sie am Ende meines kurzen Vortrages hoffentlich wissen. Nun gut, Wahrheit und Wahrscheinlichkeit ist das Thema und damit fangen wir gleich an. Der falsche Stift. Es geht darum, was ist wahr? Und wie erkennen wir, dass Dinge wahr sind? Wie können wir uns sicher sein, dass sie wahr sind? Über diese Frage haben sich schon viele Menschen lange Zeit Gedanken gemacht und haben festgestellt, dass man mit Wahrheit operieren kann. Zum Beispiel, Wahrheit ist etwas, was man einer Aussage zuordnet. Zum Beispiel der Aussage, ich bin Kosmologe. Ich würde behaupten, die ist wahr. Wenn ich eine zweite Aussage dazu nehme und die ist auch wahr und ich verbinde die mit und, zum Beispiel ich bin Kosmologe und das ist heute Kaffee und Kosmos, dann ist die Kombination dieser zwei Aussagen ist auch wahr. Wenn ich eine wahre Aussage nehme, ich bin Kosmologe und sie verbinde mit und, mit einer falschen Aussage, zum Beispiel, dieser Planet heißt Venus, dann ist die Kombination dieser zwei Aussagen eine falsche Aussage. Das ist nicht sonderlich überraschend und Sie kennen das wahrscheinlich. Das wurde schon vor 2400 Jahren von Aristoteles festgelegt, dass wir so mit Wahrheitswerten umgehen sollen. Das Ganze nennt sich Logik. Und es ist unheimlich praktisch, wenn man wahre und falsche Aussagen hat und die kombinieren will. Für unser Alltagsleben sowie für die Untersuchung des Weltalls ist dies praktisch nutzlos. Warum? Weil wir selten sicher sind, dass etwas wahr ist. Meistens haben wir so ein Gefühl, es könnte so sein oder es kann nicht so sein, aber ganz, ganz selten sind wir von Dingen wirklich überzeugt, dass sie wahr sind oder sind absolut sicher, dass sie falsch sind. Also gibt es den Bereich der Unsicherheiten.
Und wie man damit umgeht, wissen wir auch schon seit etwa 250 Jahren, dank einem Herrn Bass. Und der hat gesagt, wir benutzen Zahlen, um auszudrücken, wie wahr etwas zu sein scheint. Also Wahrscheinlichkeiten. Und diese Zahlen, die nennen wir jetzt mal P, um einen Buchstaben zu haben. Und das sind Zahlen zwischen 0 und 1, wobei 0 bedeutet, wir sind absolut sicher, dass etwas falsch ist. Und 1 bedeutet, wir sind absolut sicher, dass etwas wahr ist. Soll ich nochmal einen Spickzettel? Genau. Und über diese Wahrscheinlichkeitstheorie möchte ich heute sprechen. Die kennen Sie wahrscheinlich und die scheint Ihnen wahrscheinlich unheimlich trivial zu sein, aber es ist überraschend, welche Konsequenzen sie hat. Insbesondere kann man sich überlegen, naja, wir haben diese Logik der Mathematik, wo es wahr und falsch gibt, und wir haben hier Zahlen, die irgendwie ausdrücken, wie sicher wir sind, dass etwas ist. Hängen die beiden Dinge zusammen? Und da hat ein Herr Cox vor etwa 70 Jahren, nämlich im Jahre 1946, sich folgende Überlegungen gemacht. Angenommen, ich möchte die Logik von Aristoteles erweitern auf Unsicherheiten. Also ich möchte eine Logik für Unsicherheiten haben. Und ich verlange, dass das Sinn macht. Zum Beispiel möchte ich, dass die aristotische Logik mit wahr und falsch, dass die da drinne ist, dass die Bestandteil von dem Ganzen ist. Dann möchte ich Zahlen benutzen, um auszudrücken, wie sicher ich bin. Vielleicht große Zahlen für den Fall, dass ich mehr sicher bin, und kleine Zahlen für den Fall, dass ich weniger sicher bin. Und mit diesen Zahlen möchte ich rechnen. Und jetzt verlange ich nur noch eine einzige weitere Bedingung, nämlich, dass das Ganze konsistent ist. Und was der Herr Cox damit meint ist, wenn ich Ihnen zwei Aussagen gebe, zwei Stücke von Informationen, nennen wir die A und B. Information A könnte sein, heute ist Dienstag, und Information könnte sein, es ist ein Fußballspiel in München. Zwei beliebige Informationen. Daraus könnten Sie vielleicht schließen, dass heute recht viel Verkehr auf den Straßen sein wird oder insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es wird für Sie irrelevant sein, welche der beiden Informationen ich Ihnen zuerst gegeben habe, A oder B. Sie kommen in der Regel zu den gleichen Schlussfolgerungen. Und der Herr Cox hat verlangt, okay, dieses System, dieses Zahlensystem, mit dem wir rechnen wollen, da ist es egal, ob ich erst die erste Information bekomme oder dann die zweite oder erst die zweite und dann die erste, ich sollte zum gleichen Schluss kommen. Und aus diesen drei Forderungen konnte er folgen, dass es eigentlich nur ein einziges System gibt, mit dem man dann operieren kann, und das sind die Wahrscheinlichkeiten. Und das könnte vielleicht etwas unbekannt für Sie sein, weil in der Schule haben Sie vielleicht gelernt, Wahrscheinlichkeiten sind Häufigkeiten. Wie häufig passiert was? Wie häufig zeigt ein Würfel die Seite 6? In dieser Betrachtungsweise sind Wahrscheinlichkeiten Zahlen, die uns sagen, wie wahr etwas zu sein scheint. Wenn wir eine Häufigkeit kennen, zum Beispiel wissen, dass ein Würfel in einem Sechstel der Fälle die 6 erwürfelt, dann ist das auch gleichzeitig eine Wahrscheinlichkeit. Ja, wenn wir fragen, was wird er als nächstes zeigen, der Würfel, wie wahrscheinlich ist es, dass der eine 6 zeigt, dann würden wir sagen ein Sechstel, weil das ist auch die Häufigkeit. Aber umdrehen kann man es nicht. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, die keine Häufigkeiten sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, wir benutzen das Buchstaben P dafür, für die Aussage, das Universum ist
unendlich groß. Das ist eine Aussage, die ist entweder wahr oder falsch. Sie mögen es wissen, ich weiß es nicht. Ich würde es gern wissen, aus dem Grund habe ich an der Planck-Mission mitgearbeitet. Und sagen wir an, wir nehmen die Planck-Daten als bekannt an. Ich mache hier so einen senkrechten Strich, um das zu trennen. Das hier ist die Aussage, deren Wahrheitswert, wir uns nicht sicher sind und der wir eine Zahl zuordnen wollen. Aber die Planck-Daten von dem Planck-Satellit, die kennen wir. Und das heißt, das, was ich hinter diesem Strich schreibe, diese Aussage, die wird als wahr angenommen. Also hier schreibe ich die gesamten Daten von Planck rein, alles, was wir da gemessen haben. Gegeben diese Daten, wie wahrscheinlich ist es, dass das Universum unendlich groß ist? Na, ich kann Ihnen die sehr präzise Wahrscheinlichkeit angeben oder genauer gesagt sagen, dass diese Wahrscheinlichkeit größer ist als Null. Viel mehr kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, selbst als Kosmologe. Jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie man mit Wahrscheinlichkeiten rechnet. Und keine Sorge, es wird nicht wehtun. Also, ich bin ein Kosmologe, ich interessiere mich für das Universum. Das ist Kaffee und Kosmos, ich nehme an, Sie sind auch hier, weil Sie sich für den Himmel interessieren, in der einen oder anderen Form. Schauen wir uns mal die Menge der Menschen an, die sich für den Himmel interessieren. Die nennen wir die Himmelsgucker. Und im Folgenden, um nicht immer dieses lange Wort zu schreiben, bezeichne ich die mit diesem Stern für Sterne. Okay? Stern bedeutet Himmelsgucker. Die Himmelsgucker können wir in zwei Klassen einteilen. Das eine sind die Kosmologen. Damit meine ich Leute, die gewisse Dinge über das Universum wissen, wie dass Planeten um Sterne kreisen, dass Sterne Sonnen sind, dass die Milchstraße aus Sternen besteht, die um ein gemeinsames Zentrum fliegen und die Sterne wie Staubteilchen in einem Wirbel da herumkreisen, all diese Dinge. Und wer sich ein bisschen mit Astronomie, Astrophysik, Kosmologie beschäftigt, den würde ich jetzt hier als Kosmologen bezeichnen. Also Sie sind, glaube ich, zum großen Teil Kosmologen. Dann gibt es Leute, die kriegen die Konzepte der Kosmologie nicht ganz richtig hin, aber interessieren sich dennoch für den Himmel. Die denken zum Beispiel, dass die Position des Mars in Bezug von irgendwelchen Sternen da hinten zum Zeitpunkt ihres Geburtstags eine große Bedeutung für ihr Liebesleben haben könnte. Diese Leute nennen wir Astrologen. Wir sehen, jeder, der kein Kosmologe ist, ist in dieser Einteilung ein Astrologe. Und ich möchte das hier vollkommen wertfrei sagen. Jetzt haben diese Kosmologen und auch die Astrologen verschiedene Eigenschaften und eine soll hier eine Rolle spielen, nämlich wie sehr diese Personen Mathe mögen. Und die Kosmologen, die meisten, mögen Mathe. Aber es gibt vielleicht auch welche, die es nicht mögen, die es hassen. Das soll mein Zeichen für nicht mögen oder hassen sein. Und bei den Astrologen genauso. Und lassen Sie mich Ihnen ein paar Zahlen sagen. Unter den Kosmologen würde ich mal so behaupten, 90% von denen lieben Mathematik und 10% stehen dann doch auf dem Kriegsfuß damit. Bei den Astrologen ist es eher andersherum. 10% lieben Mathe, 90% sind nicht ganz so sicher in Mathe oder sind nicht ganz so begeistert von Mathematik. Im Formalismus würden wir sagen, für diese Zahlen, die Wahrscheinlichkeit P, zum Beispiel diese Zahl hier, dass jemand Mathematik liebt, das schreibe ich hier liebt, Mathematik, wenn er ein Kosmologe ist, ist 0,9. Das ist diese Aussage, diese Zahl hier. Ja. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Mathe hasst, wenn er Astrologe ist, ist auch 0,9. Ja, alles ganz einfach. Jetzt stellen Sie sich folgende aus dem Leben gegriffene Situation vor. Sie sind auf einer Party und dort sprechen Sie mit einer äußerst attraktiven Person
des Geschlechts ihrer Präferenz. Und diese Person enthüllt ihnen zwei Tatsachen. Das eine, sie interessiert sich sehr für den Himmel. Und sie denken, toll, ich interessiere mich auch für den Himmel. Und dann, und sie wollen mehr über die Person erfahren. Und dann sagt die Person auch noch, sie mag Mathematik. Und in dem Moment können sie ihre Gefühle kaum im Griff behalten. Ja, sie sehen schon, wie sie sich verloben, wie sie Kinder bekommen, eine Familie gründen. Sie sehen die ganze Zukunft vor sich. Aber Moment, sie wollen sicher gehen. Irgendwas in ihrem Hinterkopf sagt mir, Vorsicht, Obacht. Bin ich denn wirklich sicher, dass es ein Kosmologe oder ein Astrologe ist? Was sagt Ihnen Ihr Herz? Werde ich einen Kosmologen oder einen Astrologen eventuell heiraten? Denken Sie, dieses Lebensentscheidend, das ist für die Zukunft Ihrer Kinder, ist das sehr, sehr wichtig. Und da möchte ich Sie jetzt, Sie als Publikum, fragen, was denken Sie? Ich habe Ihnen hier die Statistik von Mathe-Liebhabern und Nicht-Liebhabern, von Astrologen und Kosmologen gesagt. Und diese Person hat Ihnen enthüllt, dass sie Mathematik mag. Wer von Ihnen denkt, dass diese Person höchstwahrscheinlich ein Kosmologe ist? Bitte heben Sie die Hände, es wird nicht aufgezeichnet. Okay, das sind sehr, sehr viele. Wer von Ihnen denkt, diese Person ist höchstwahrscheinlich ein Astrologe? Ah, ein paar? Ah, noch jemand mehr, aber die Minderheit. Und wer von Ihnen denkt, es ist 50-50, es könnte Kosmologe oder Astrologe sein? Auch ein paar. Interessant. Dann wollen wir mal herausfinden, wer von Ihnen recht hat. Und wer eventuell einen schwerwiegenden Fehler für sein restliches Leben machen würde in einer solchen Situation. Der Punkt ist nämlich, die Wahrscheinlichkeit, die ich hier aufgeschrieben habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person diese Aussage macht, wenn sie ein Kosmologe ist oder wenn sie ein Astrologe ist. Wir brauchen aber eine andere Wahrscheinlichkeit. Wir wissen, dass diese Person Mathematik mag. Das hier ist bekannt. Was uns interessiert, ist es ein Kosmologe oder ein Astrologe? Also sprich, die Wahrscheinlichkeiten, die ich Ihnen gegeben habe, waren Wahrscheinlichkeiten in dieser Richtung. Wir wollen aber die in diese Richtung. Und das, was wir berücksichtigen müssen bei unseren Schlussfolgerungen, ist, wie viele Kosmologen und wie viele Astrologen gibt es überhaupt? Angenommen, es gibt auf der ganzen Welt nur einen Kosmologen oder einen Astrologen und die anderen sind aus einer anderen Gruppe. Das hätte einen großen Einfluss darauf, was wahrscheinlicher ist. Wir müssen also hinein multiplizieren die Grundwahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Kosmologe ist, gegeben, dass er sich für den Himmel interessiert, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Astrologe ist, gegeben, dass er sich für den Himmel interessiert. Und die traurige Wahrheit ist, dass es nur 10% der Leute, die sich für den Himmel interessieren, sich wirklich damit auskennen und 90% sich mehr für Horoskope interessieren. Wenn wir das jetzt hinein multiplizieren in unsere kleine Tabelle, wo wir dann Magmathe hatten und Hastmathe und hier oben die Kosmologen und hier unten die Astrologen, dann bekommen wir folgende Zahlen. 0,1 mal 90% ist 9%. 9%, die 9% aller Menschen, aller sich für Sterne interessierenden Menschen, also das schreibe ich hier drüben, all sich für Sterne interessierenden Menschen, sind Kosmologen und gleichzeitig lieben Mathe. Gleichzeitig, bei den Astrologen ist es, die Mathe lieben, 90% der Sterninteressierten sind Astrologen und 10% von denen mögen wieder Mathe, bekommen wir auch 9%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich für Sterne interessiert, gleichzeitig Astrologe ist und Mathe mag, ist in beiden Fällen 9%.
Und die sind gleich. Wir können die Tabelle noch komplettieren. Kosmologen, die Mathe nicht mögen, 1%, 10% mal 10% gibt 1%. Und Astrologen, die Mathe hassen, sind von allen Leuten 81%. Also was wir hier haben, sind die gemeinsamen Wahrscheinlichkeiten für die Kombination dieser Eigenschaften. Was uns interessiert, sind aber eigentlich nur die Leute, die Mathe lieben. Die hier drüben sind komplett irrelevant. Die Person, um die es geht, die mag Mathe. Und da sehen wir, die Wahrscheinlichkeit ist gleich groß. Das heißt, wenn wir jetzt normieren auf, wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit hinschreiben, dass jemand Kosmologe ist, gegeben, dass er sich für den Himmel interessiert, das tun die alle, und dass er Mathe mag, dann ist das 50%. Und genauso Astrologen, die Mathe mögen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Person ein Astrologe ist, 50%. Also, ein paar von Ihnen hatten recht. Was wir hier gesehen haben, ist, wie man lernt. Wenn wir richtig gedacht hätten am Anfang, hätten wir gesehen, anfangs dachten wir, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ich schreibe jetzt S für das Signal, für die Größe, die wir herausfinden wollen, ist es ein Kosmologe und Astrologen, gegeben, dass er sich für Sterne interessiert, dachten wir ursprünglich, wissen wir, dass 10% Kosmologen sind, 90% sind Astrologen. Nachdem wir die zusätzliche Information bekommen haben, unsere Daten hier, war es 50-50. Der Zustand unseres Gehirns hat sich geändert durch die Daten. Und wir haben etwas gelernt. In dem Fall sind wir nicht mehr sicherer geworden, wir sind sogar unsicherer geworden. Vorher hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh, jemand, der sich für den Himmel interessiert, das ist meistens ein Astrologe. Hier, okay, da ist eine ganz gute Chance, dass es ein Kosmologe ist. Jetzt. Und wir sollten vielleicht noch den Fall weiter investigieren. Und was ich Ihnen hier vorgeführt habe, war Bayes-Theorem. Ich habe Ihnen zwei Sachen vorgeführt. Das eine war Bayes-Theorem. Bayes-Theorem sagt, wie ich die Anfangswahrscheinlichkeit über meine unbekannte Größe in eine Wahrscheinlichkeit über die unbekannte Größe umwandle, wenn ich noch zusätzliche Daten dazu bekomme, hier schreibe ich das D dafür hin, und die Rechenoperation, die ich gemacht habe, das mit einer Wahrscheinlichkeit multiplizieren, genauer gesagt, ich habe hier die Wahrscheinlichkeit für die Daten gegeben, das Signal drauf multipliziert und dann noch durch eine andere Wahrscheinlichkeit geteilt. Details sind nicht so wichtig. Diese Operation, das ist Bayes-Theorem. Und das Wichtige bei Bayes-Theorem ist, dass alles, was relevant war, nachdem wir die Daten bekommen haben, war nur noch diese Spalte. Dieser Teil der Möglichkeiten, die nicht zu den Daten gehört haben, waren komplett irrelevant. Sie denken, das ist trivial, das müsste immer so sein. Aber glauben Sie mir, in der Wissenschaft, in der Statistik, in der Medizinforschung werden Methoden verwendet, die dieser Regel, dass man, sobald man etwas weiß, Daten hat, die anderen Möglichkeiten nicht mehr in Betracht zieht für die Schlussfolgerung, da werden Methoden benutzt, die das teilweise nicht befolgen. Sprich, Sie sind jetzt auf einem Stand, der eventuell weiter ist als der eine oder andere Wissenschaftler, der sich mit Daten beschäftigt. Sie sind an dieser Person eindeutig interessiert. Jetzt ist für Sie interessant zu wissen, ist diese Person an Ihnen interessiert? Ah, sonst geht es nicht weiter. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit wissen für das Interesse der Person an Ihnen, gegeben Informationen. Und die Stärke des Interesses, das ist jetzt das Signal, was uns interessiert, die unbekannte Größe S. Und das trage ich mal hier auf. Das hier soll S sein und hier also das Interesse. Und hier ist die Person an Ihnen sehr interessiert. Und hier eher nicht.
Und das wäre dann neutral. Und bevor Sie irgendwelche Daten bekommen, denken Sie, naja, ich bin vielleicht ganz sympathisch, da ist eine gute Chance, dass die mich mag. Also vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit für das Interesse an dieser Person an mir irgendwie so verteilt. Die meisten sind neutral, ein paar interessieren sich für mich, ein paar mögen mich nicht. Das soll diese Kurve hier ausdrücken. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Gut, dann machen wir das andere Diagramm da drunter. Hier ist nochmal S. Und jetzt auf dieser Achse trage ich die Daten auf. Und was sind die Daten? Die Daten sind ein Ausdruck dafür, wie freundlich die Person mit Ihnen spricht. Freundlich ist hier oben und unfreundlich wäre hier unten. Unfreundlich. Und dazwischen irgendwie neutral. Und die Daten, die Sie bekommen, ist vielleicht die Aussage, dass die Person zu Ihnen sagt, Sie haben himmlische Augen. Okay, himmlische Augen. Himmlische Augen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das auf der Skala von unfreundlich bis freundlich eher hier oben sitzt. Ja? Das könnte eine gute Nachricht sein, weil wir denken, wenn die Person uns mehr mag, dann ist sie eher freundlich. Das heißt, da gibt es so eine Kurve dadurch, durch diesen Raum von wie sehr sie uns mag und wie freundlich sie ist, da gibt es so eine Korrelation dazwischen. Aber so ganz scharf ist das nicht. Also die meisten Leute sind vielleicht irgendwie hier. Das ist sozusagen der Bereich, wo die meisten Leute sind. Also so ein bisschen interessiert oder nicht so interessiert und dann normal, nicht sonderlich freundlich oder auch nicht unfreundlich. Dann gibt es hier noch einen Bereich von Möglichkeiten. Und hier wäre jemand, der sehr interessiert ist und sehr freundlich ist. Hier oben gibt es vielleicht auch ein paar. Jemand hier, sehr freundlich, aber überhaupt nicht interessiert, das nennen wir höflich. Das sind die höflichen Menschen. Interessant ist auch die Ecke hier unten. Extrem interessiert an uns, also fast verknallt, aber tierisch unfreundlich. Ich weiß nicht, Tölpel wäre vielleicht ein guter Begriff für die oder Tölpel. Aber die meisten, bei denen korreliert es die Freundlichkeit mit dem Interesse. So, jetzt haben wir diese Daten bekommen, die Aussage ist also schon mehr freundlich als unfreundlich. Und wir haben gelernt, in dem Moment, wo wir die Daten bekommen, von allen Möglichkeiten, die dieses Universum bietet, gelten nur noch diese auf dieser roten Linie. Das heißt, wir müssen uns von dieser Wahrscheinlichkeit in diesem zweidimensionalen Raum nur noch die auf diesem Schnitt hier durch anschauen. Stellen Sie sich das hier so als einen Kuchen vor und Sie schneiden hier durch. Und die Schnittfläche von dem Kuchen, nachdem ich hier oberhalb der neutralen Linie durchgeschnitten habe, die male ich jetzt hier auf und die sieht dann so aus. Ah, sehr gut. Die Person, das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die uns mag, gegeben, dass sie diese Aussage gemacht hat. Und die ist doch eindeutig hier in den für uns bevorzugten Bereich verschoben worden. Ja? Und das ist eine gute Voraussetzung, da können wir weitermachen. Was hat das alles verdammt nochmal mit dem Kosmos zu tun? Und mit der Planck-Satellitenmission, für die ich gearbeitet habe? Dazu komme ich jetzt. Aber gibt es eine dringende Frage hierzu? Weil vielleicht wollen Sie nachher, wenn wir dann in der Runde sind, das anwenden. Nein? Gut. Wenn wir Messinstrumente haben, dann liefern die uns auch Daten. Daten sind irgendwelche Zahlen, die der Planck-Satellit zum Beispiel zur Erde gefunkt hat. Und das ist nicht nur eine Zahl, sondern das sind viele Zahlen. Das heißt, das wäre eine Zahl und dann habe ich eine zweite Zahl und eine dritte Zahl. Und wenn ich jetzt drei Zahlen runtergefunkt hätte, habe ich dann schon einen dreidimensionalen Raum von möglichen Datenwerten. Aber der Satellit hat gesagt, die erste Zahl ist so, die zweite Zahl ist so, die dritte Zahl ist so. Und das Ganze stelle ich jetzt als einen Punkt in diesem Raum dar. Das sind meine Daten. Ein Punkt, der in dem Raum aller möglichen Daten, die ich hätte bekommen können, festlegt. Jetzt wollen wir uns ein Bild des Himmels machen. Das heißt, wir müssen uns sagen, okay, wie könnte der Himmel, unser Signal, an der Stelle 1 aussehen, wie hell ist es dort? Und an der Stelle 2, da haben wir auch eine Helligkeit. Wenn wir ein schönes Bild haben wollen, dann sind 2 Pixel vielleicht nicht genug, vielleicht wollen wir 3 Pixel haben. Oder wie unsere Kamera im Handy, 1 Million Pixel, ich male das mal eben,
Und die Frage ist, was ist denn das beste Bild vom Kosmos, was wir uns machen können? Das Problem mit diesen Daten sind, das sind irgendwelche Zahlen. Da hat irgendeine Antenne irgendwo hingeguckt und irgendwas gemessen. Das ist noch lange kein Bild. Um das in ein Bild zu verwandeln, müssen wir uns entscheiden, von allen möglichen Bildern in diesem millionendimensionalen Raum, welches nehmen wir denn? Nun gut, Sie wissen, wir bauen uns die Wahrscheinlichkeit, ich male mal hier diese eine millionendimensionale Wahrscheinlichkeit auf, und nehmen dann den Schnitt dadurch, der durch die Daten festgelegt ist, und schauen uns dann nur noch auf dieser Kurve an, was da los ist. Das sind immer noch sehr viele Bilder, aber eins von denen ist vielleicht das Wahrscheinlichste. Das wäre dann durch diesen Punkt hier gekennzeichnet. Und dieses Bild, das tun wir dann in unsere Publikation. Und ein auf diese Art und Weise berechnetes Bild möchte ich Ihnen jetzt zeigen, mit der Hilfe von Frau Dr. Hämmerle. Wunderbar. Das hier ist ein Bild des Kosmoses, was nicht so fotografiert wurde, sondern das ist das Ergebnis langer komplizierter Berechnungen, in denen Wahrscheinlichkeitstheorie, wie ich sie skizziert habe, verwendet wurde. Also aus dem Raum aller möglichen Bilder wurde eins herausgenommen, was besonders wahrscheinlich ist. Sie sehen hier den gesamten Himmel auf die Kugeloberfläche hier in der Ebene projiziert. Die galaktische Ebene ist hier, das hier. Das ist der galaktische Nordpol, der galaktische Südpol. Genau, hier ist Osten. Wenn man da rausgeht, kommt man drüben im Westen wieder rein. Am Himmel ist alles andersrum. Die Konsequenz davon ist, Osten und Westen sind vertauscht. Wenn ich jetzt Karten lese auf der Erde, komme ich immer durcheinander. Gut, hier ist Osten, da ist Westen. Wenn man hier rausgeht, kommt man da rein. Wenn man im Norden rausgeht, kommt man nicht im Süden wieder raus, sondern bleibt da oben. Was Sie sehen, ist die Milchstraße in Staubstrahlung, Wärmestrahlung von Staubteilchen. Sie sehen Radiostrahlung von lichtschnellen Elektronen in verschiedenen Farben. Also Sie sehen sehr schön die Milchstraße. Der Grund, warum wir den Planck-Satelliten gestartet haben, um ein solches Bild aufzunehmen, ist aber nicht die Milchstraße, sondern diese kleinen Strukturen hier oben. Sie sehen, da ist mal ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Das sind Temperaturunterschiede in dem Licht, was vom Urknall übrig geblieben ist. Die Planck-Mission will diese Strukturen vermessen, weil die Informationen enthalten über, wie alt ist das Universum, wie groß ist es, ist es unendlich groß oder nicht, na darüber leider nicht, aber wie schnell dehnt es sich aus, welche Materieformen gibt es. Dummerweise haben wir die Milchstraße im Vordergrund, aber die Milchstraße hat eine andere Farbe, wie Sie hier sehen. Und dann können wir auch mit solchen wahrscheinlichkeitstheoretischen Verfahren versuchen, auszurechnen, was ist denn das wahrscheinlichste Bild von diesen Strukturen hinter der Strahlung der Milchstraße, da durchzugucken. Und dafür bräuchten wir Bild Nummer 2. Moment. Ist richtig rum. Das ist jetzt das Bild dieser Temperaturstrukturen hinter der Milchstraße. Durch mathematischen, wahrscheinlichkeitstheoretisch basierten Verfahren herausgerechnet. Sie sehen Orte, an denen es um ein Hunderttausendstel Grad wärmer ist, da ist es rot, und wo es ein Hunderttausendstel Grad kälter ist, da ist es blau. Und wir Kosmologen studieren die Statistik von diesen Strukturen, um diese Aussagen, die ich da erwähnt habe, zu destillieren. Und ich habe in Kaffee und Kosmos, ich glaube, vor 5 Jahren genau darüber gesprochen. Also, wenn Sie sich erinnern. Es gibt hier, dieses Bild ist ein kleines Trugbild. Sie haben gesehen, wie stark die Milchstraße im Vordergrund war. Und tatsächlich, wir können hier oben ganz gut hindurchschauen. Aber im Zentrum des Bildes, hier, da ist die Milchstraße so stark, dass wir in Wirklichkeit keine Ahnung haben, wie diese Temperaturstrukturen vom frühen Universum aussehen. Wir wissen es nicht. Wenn wir ehrlich wären, müssten wir hier einen weißen Fleck zeigen, weil das nicht gemessen ist. Aber dann würde uns jeder in den Vorträgen fragen, ja, was ist denn da los? Und deswegen haben wir gesagt, nun gut, wir aus dem Raum aller möglichen Bilder, die konsistent sind mit den Daten, nehmen wir eines, da sind dann Strukturen drin hier, die wir dazu erfunden haben. Einfach damit dieses Bild vollständig aussieht.
In der wissenschaftlichen Analyse benutzen wir diese Daten nicht. Da benutzen wir diese Region nicht. Jedenfalls bei den meisten Aussagen, die wir über den Kosmos machen, haben diese dazu erfundenen Daten keinen Einfluss gehabt. Aber was ich Ihnen damit auch sagen will, ist, wenn Sie ein Bild sehen aus der Kosmologie, aus der Astrophysik oder vielleicht von Facebook, dann kann das Ergebnis einer Berechnung sein und nicht alles, was Sie da sehen, ist wahr. Aber es ist möglicherweise wahrscheinlich. Damit beende ich den formalen Teil des Vortrags des Abends. Dankeschön.